Hallo, wir sind die Sportexperten aus der Stadtteilschule Barmbek. Wir interviewen diesmal Steffen und Markus Deichler in Olympiastützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein. Steffen und sein Bruder Markus haben Deutschland bei den Olympischen Spielen in London vertreten und sind doch jeweils ins Finale gekommen. Steffen, wenn du einmal gegen Michael Phelps gewinnen könntest, wo wäre es dir lieber? Bei den Olympischen Spielen oder bei den Weltmeisterschaften? Bei den Olympischen Spielen natürlich, weil die Olympischen Spiele das wichtigste Sportevent sind und vor allem im Schwimmen auch das größte, das sind nur alle 4 Jahre. Markus, ist dein Bruder für dich eine Konkurrenz? Dieses Jahr sind wir verschiedene Strecken geschwommen. Wir könnten uns wieder auf 100 Kraul treffen. Das ist in den letzten Jahren bei Steffen nicht so gelaufen, aber eigentlich schwimmen wir auch beide 100 Kraul. Und dann ist es eigentlich Konkurrenz, aber ich meine, wenn wir Erster und Zweiter werden, dann ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, wer Erster und Zweiter ist. Weißt du so ungefähr, wie lange du unter Wasser bleiben kannst? Also ich müsste schon gute 2 Minuten unter Wasser bleiben können. Auf Strecke tauchen schaffe ich so knapp 100 Meter. Markus, warst du auch wasserscheu wie dein Bruder? Ich war nicht wasserscheu, nee, und ich habe auch nur einen Schwimmkurs gebraucht. Kannst du uns Tricks zeigen, die du besonders gut kannst? Ich kann im Wasser, wenn ich mich auf den Rücken lege, auf den Grund, kann ich so Ringe ausatmen, die dann immer größer werden, bis sie oben sind. Das ist ein cooler Trick. Welche Sportarten kannst du überhaupt nicht?